Hallo ihr Lieben, ich habe ein ganz kurzes, mini-kisses, kleine Food-Höllchen-Videochen für euch. Aber einfach, weil es immer mal wieder Leute interessiert, was man denn so eigentlich alles kaufen kann, was vegan ist. Und ja, ich war heute im Asiamarkt und zeige euch einfach mal die paar Handvoll Dinge, die ich da mitgenommen habe. Und zwar seht ihr hier schon die ganze Ausbeute, mehr ist es auch nicht. Ja, und ich zeige euch mal, was ich da geholt habe und warum. Und zwar fange ich mal hier drüben an. Das hier sind Auberginen. Die sind aber, glaube ich, aus den Niederlanden und nicht irgendwie aus China, Japan oder so. Aber diese länglichen Auberginen habe ich in Japan gegessen und fand sie irgendwie viel leckerer als unsere Auberginen, die ich schon jetzt länger nicht mehr gegessen habe. Und jetzt wollte ich einfach mal austesten, ob diese länglichen, dünnen Auberginen, die man dann hier kaufen kann, auch so schmecken. Ich probiere sie heute einfach mal aus zuzubereiten. Und ja, wenn ich dran denke, werde ich im Food Diary kurz berichten oder werde hier was einblenden, wenn ich dran denke. Dann habe ich hier von R.O.D. die Kokosnussmilch. Es gab die leider nicht in den Tetrapacks. Ich kaufe die normalerweise immer in den Tetrapacks. Aber irgendwie hat dieser Asiamarkt gerade so ein bisschen das Sortiment umgestellt, sodass es die gar nicht in Tetrapacks da mehr gab, sondern nur noch in diesen 400 Milliliter Dosen. Weil vorher gab es die dann auch in 250 Milliliter, 500, 1 Liter. Fand ich irgendwie cooler. Aber da das mein Lieblingsmilch, Kokosmilch ist und ich jetzt die nächsten Tage auch welche brauche, habe ich die jetzt mal mitgenommen. Einfach nur mal zwei Dosen, weil zwei Dosen brauche ich. Ebenfalls Sortimentsumstellung. Ich habe hier immer super gerne von diese Marke, was auch immer das ist, die Mockduck-Variante gekauft. Also quasi Entenfleisch nachgebildet aus Seitan. Also ich fand die Ente einfach immer irgendwie am leckersten gelungen. Das gab es in allen möglichen Varianten. Und aktuell haben sie jetzt nur Chop Suey in zwei Variationen. Hatte ich aber auch schon mal, war auch nicht schlecht. Insofern habe ich es jetzt mal mitgenommen. Aber komischerweise gibt es die anderen gerade alle gar nicht. Und es war auch nicht einfach nur leer ausverkauft, sondern da war gar kein Platz mehr für die anderen Sorten. Also ja, sehr, sehr schade, wenn die rausfliegen. Dann muss ich mir einen neuen Asiamarkt suchen, der die führt, weil ich die echt immer super lecker finde. Außerdem habe ich mir jetzt mal mitgenommen grüne Jackfrucht in Brine, also einfach in Salzlake. Also, wieso stellt die Kamera denn heute so viel scharf? So, da, bitte einmal den Mittelpunkt da, danke. Da habe ich jetzt schon so viel von gehört, dass man grüne Jackfrucht als Fleischersatz nehmen können soll. Da scheiden sich natürlich wieder die Geister, was so die, den ökologischen Fußabdruck angeht. Aber ich wollte es wenigstens einfach mal probiert haben, ob man das ab und zu mal ersetzen kann damit. Ich habe von Leuten gehört, die es super toll finden. Es gab von Leuten gehört, die damit überhaupt nichts anfangen können, wie halt meistens. Deswegen möchte ich jetzt ganz gerne einfach mal ausprobieren, wie ich das so finde. Außerdem habe ich mir eine Dose Bambussprossen mitgenommen. Da gab es keine Gläser. Die Gläser gab es nur die Mungobohnensprossen. Und ich liebe aber Bambussprossen oder beziehungsweise Bambusscheiben so eher. Ja, und die kommen dann auch heute Abend mit den Auberginen in das Gericht. Außerdem habe ich mir mal wieder Wokis mitgenommen. Das sind hier die mit roter Bohnenfüllung. Das sind so die klassischen, die ich am liebsten mag. Die mit Matcha sind mir ein bisschen zu bitter und die mit Erdnuss zu süß. Und ich finde die eigentlich mit der roten Bohnenpaste immer so am leckersten. Und deswegen habe ich mir davon eine Packung mitgenommen. Und zwar habe ich jetzt hier diesen Instant Ginger Drink gefunden. In so einer, wie man das früher kannte, mit dem, kennt ihr das noch mit dem Eistee? Diesen Zitroneneistee, den man sich da anrühren konnte. Und ich habe mich so gefreut, weil ich kannte das sonst immer nur als einzelne Plastikportionspäckchen. Und dann dachte ich immer so, oh Mann, ich trinke das so gerne. Aber immer dieses Plastikpäckchen pro Mal ist halt echt irgendwie blöd. Und jetzt habe ich es endlich mal eben in dieser Vorratsbox gefunden. Die ist halt auch aus Plastik, okay. Aber trotzdem besser, als wenn jedes einzelne Portion immer abgepackt ist. Es besteht ungefähr zur Hälfte aus Zucker und zur Hälfte aus Ingwer. Natürlich kann man sich auch frischen Ingwer aufgießen. Aber diesen Geschmack, ich finde den einfach so geil. Und dann, ich gönne mir den halt dann immer mal, ja. Und ebenfalls Ingwer, weil ich Ingwer so mag, gibt es hier diese Sina Candies. Da hatte ich gehofft, dass sie eine Alternative sind zu den Ginger Bongs. Ginger Bongs kennt vielleicht auch der ein oder andere. Gibt es übrigens auch im Asiamarkt, muss man nicht irgendwie teuer irgendwo anders importieren. Und die sind aber alle einzeln eingepackt. Und da dachte ich, hey, ich habe nämlich meinem Freund hier so eine Packung Tamarindenbonbons mitgebracht, weil er liebt Tamarinde und Tamarindenlutscher. Und dann dachte ich, vielleicht schmecken auch diese Tamarindenbonbons dann lecker. Und da finde ich halt das cool, die sind einfach gezogen.
verzuckert außen. Und man kann die entweder zuckern oder mehlen oder mit Puderzucker, ne? Sodass sie nicht aneinander kleben. Und das ist hier halt gemacht. Das finde ich super. Und da hatte ich so ein bisschen gehofft, weil die daneben waren, ist egal, dass die auch einfach innen drin irgendwie gezuckert sind und dadurch nicht aneinander kleben. Aber sie sind wie die Gingerbons leider auch einzeln eingepackt. Aber ich habe sie jetzt mal probiert und zumindest das Pfefferminz probiert. Das ist sehr, sehr, sehr lecker. Ist halt ein weiches Kaubonbon, also eigentlich genauso wie Gingerbons. Und gibt es dann einmal mit Pfefferminze, einmal original, also einfach nur Ingwer und einmal mit Lemon. Und die mit Pfefferminze schmecken jetzt schon mal sehr gut, vor allem, weil das jetzt nicht extrem pfefferminzig, mentholig war, sondern es hatte einfach einen starken Ingwergeschmack oder einen schönen Ingwergeschmack und so eine leichte Pfefferminznote dazu. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil die Gingerbons, die gibt es auch noch in anderen Sorten, aber die habe ich jetzt hier irgendwie in Deutschland noch nie gesehen bekommen, die immer nur in normal. Also insofern, lecker sind sie auf jeden Fall und halt auch super irgendwie beim bei Übelkeit, Reisekrankheit oder so, das Ingwer-Kauen immer eine sehr gute Möglichkeit. Ja, und das war auch schon mein kleiner Einkauf. Hier drüben ist auch noch ein ganz, ganz kleiner Markteinkauf. Da hatte ich jetzt noch einen Bund Möhren mitgenommen, eine Paprika und ein bisschen Kräuterlinge oder Kräuterseitlinge. Die kommen nämlich heute Abend dann mit der Aubergine in das Essen rein.